Ich habe Leute an der Tür gehabt, die haben gesagt, ja, mein Mann ist gar nicht da. Und dann kommt er auf einmal von der Toilette. Dann sage ich, ihr Mann ist doch da. Ups, habe ich gar nicht gesehen, dass er schon da ist. Und ich bin immer mit dieser Einstellung so hingegangen, so, hallo, Frau Müller, ne, hier bin ich. Und so, ja, da war schon jemand die ganze Zeit da. Ja, ich weiß, aber ich war ja noch nicht da. Ne? Wir werden euch nicht nur an die Hand geben, was ihr genau sagen müsst, sondern vor allem auch, wie ihr denken müsst, um das Ganze erfolgreich tatsächlich zu bestreiten. Ja, ich freue mich mit euch heute den Tag hier zu verbringen in der Schulung. Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste dabei. Echt, wer denn? Sabrina Nennemann und Fabian Durek. Sabrina hat über 40 Coaching-Ausbildungen gemacht und hat in den letzten Jahren sogar Millionäre gecoacht. Hat dadurch einen ganz tiefen Einblick in die menschliche Psyche bekommen und ist in der Lage, mit Menschen eine Mindset-Transformation durchzuziehen, die seinesgleichen sucht. Der Fabian hat in seinen ersten zwei Jahren an der Tür über 3000 Neukunden geschrieben, mehrmals im Monat über 200 Neukunden wirklich generiert und zusammen mit ihrem Team haben sie über 30.000 Neukunden bereits gemacht. So, von daher freue ich mich, dass wir die beiden gewinnen konnten, dass wir heute Abend hier sind. Ich möchte, dass ihr das hier ganz ernst nehmt. Das, was die beiden hier uns heute vermitteln, ist wirklich Profiwissen. Das kann uns wirklich weit nach vorne bringen und wird uns weit nach vorne bringen, wenn wir das alle ernst nehmen. Von daher übergebe ich an Sabrina jetzt, die, glaube ich, mit dem ersten Teil anfängt. So, wer ist der Meinung, dass Vertrieb nur durch Fähigkeiten entsteht? Also nur durch Worte letztendlich an der Tür? Ihr liegt komplett falsch. Vertrieb, erfolgreicher Vertrieb, ist eine Kombination aus der richtigen Denkweise und der richtigen Handlung. Das bedeutet euer Mindset, das bedeutet eure innere Einstellung, wie ihr denkt, wie ihr das Ganze betrachtet, plus euer Skillset, eure verkäuferischen Fähigkeiten. Wie redet ihr? Welche Worte nutzt ihr? Welche Tonalität legt ihr an den Tag? Wie ist eure Körpersprache beim Kunden? Wie geht ihr mit dem Assi im Mehrfamilienhaus um? Wie geht ihr mit dem Rentner im Einfamilienhaus um? Und so weiter und so fort. Macht den Unterschied, aber vor allem die Kombination dessen. Wir haben viele Verkäufer erlebt, die sind richtig gut im Verkaufen, aber richtig scheiße im Denken. Und dementsprechend sind die Ergebnisse einfach beschissen gewesen unterm Strich. Warum ist Mindset so wichtig? Weil wir ja alles in unserem Kopf kreieren. Also wenn ihr euch einmal hier umschaut, zum Beispiel dieser Stift hier, ja, oder das Haus hier, die Bilder, das hatte irgendjemand mal im Kopf. Das war mal eine Idee, bis er es zu Papier gebracht hat. Bis der Architekt das hier geschaffen hat, das Innendesign, ja, bis jemand dieses Design vom Stift geschaffen hat. Und das heißt, alles, was entsteht, entsteht zuerst in unserem Kopf. Wo amerikanische Soldaten in der Wüste waren, die wirklich mehrere Kilometer laufen mussten, Tage in der Wüste verbringen mussten, um da rauszukommen, die haben sich motiviert, indem sie von Ergebnis zu Ergebnis gegangen sind. Also das heißt, da gibt es so eine Ölfässer in der Wüste, das hat dann immer die Meilenabstände markiert und die haben sich von Ergebnis zu Ergebnis, also immer wenn sie dieses Barrel, dieses Ölfass erreicht haben, sind sie nach vorne gekommen und sind so motiviert geblieben, zu überleben und aus dieser Wüste rauszukommen, weil sie sich halt das Ziel gesetzt haben, aus der Wüste rauszukommen und das dann auch einfach Stück für Stück sozusagen erreicht haben. So, und wenn ihr eure Ziele smart definiert, habt ihr, wie gesagt, diese intrinsische Motivation, ihr habt einen roten Leitfaden, woran ihr wisst, dass ihr eure Ziele erreicht und dadurch bleibt ihr kontinuierlich dabei. Du stehst jetzt gerade hier. So, und hier sind die 200 Verträge. Das heißt, bis du zu diesem Ziel hier kommst, verbringst du mehr Zeit auf dem Ziel als auf dem Ziel selbst. Und das heißt, jetzt 200 sind jetzt ein Monat, ne? Aber wenn wir jetzt mal auch auf 3, 4, 5 Jahresziele gehen, damit verbringt man viel mehr Zeit. Und ihr kennt ja den schönen Spruch, ne? Bushido, der Weg ist das Ziel. Aber es ist ja so, weil oft sagen wir uns Sachen, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das geschafft habe, dann darf ich mich freuen. Dann bin ich ein toller Mensch, dann habe ich das. Und diese ganzen Wenn-Danns, nennt sich das, also Wenn,
dann, die bringen die Schwierigkeit. Wenn, dann sorgt dafür, ich darf erst glücklich sein, wenn ich das erreicht habe. Und das bringt die Schwere. Weil das heißt, jetzt darfst du ja dich noch nicht freuen, jetzt darfst du noch keinen Spaß haben, sondern erst, wenn du es erreicht hast. Es gibt so eine NLP-Coaching-Übung, die nennt sich die Lebenslinie. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man hier einfach sagt, okay, das hier ist plus 1 und dann geht das hier hoch bis plus 10. Und hier unten ist es minus und es geht runter bis minus 10. Und hier packt man dann zum Beispiel Lebensereignisse drauf. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, hier, ich starte mit 16, da habe ich meinen Führerschein gemacht, das war voll das geile Erlebnis, da habe ich mich gut gefühlt. Und dann gibt es andere Erlebnisse. Faktoren sozusagen, die man aufschreibt. Und wenn man das jetzt einmal übernimmt auf den Sales-Bereich, sagen wir, man startet morgens und man ist mega motiviert. Man sagt, okay, heute schreibe ich die 10 Verträge, ich habe richtig Bock. Ist man vielleicht hier oben bei der plus 10, weil man richtig Bock hat, die Verträge zu schreiben. So, dann ist man an der ersten Tür. Ja, da hat es vielleicht noch nicht ganz so geklappt. Der Kunde hat einen abgelehnt und so. Dann sinkt ein bisschen die Motivation so weiter runter. Ne? Dann hat man 5, 6, 7 Kunden, hat man vielleicht 2-3 Stunden eine Flaute. Das geht dann hier so ein bisschen runter. Dann vielleicht mittagstief. Man hat noch gegessen und dann, oh, jetzt wieder losgehen. Dann irgendwann schreibt man einen Vertrag, da ist man vielleicht wieder bei plus 10. Ne, dann kommen wieder Motivationssachen und so läuft dann der ganze Tag einmal ab. So, und wenn wir das jetzt hier einmal verbinden, sieht das so ein bisschen aus wie so ein Rollercoaster, also eine Achterbahnfahrt. So, und wenn wir von der Achterbahn weggehen, an was erinnert euch das hier? EKG. Ja. Genau, EKG. Das heißt, wenn wir im Krankenhaus einmal ein EKG anschauen, es geht ja so hoch und runter. Und dann gibt es natürlich verschiedene EKGs. Das wäre jetzt vielleicht nicht ganz so gut, ne? Vielleicht so ein bisschen mehr, dass es eher in einem oberen Bereich bleibt. Und welches EKG würde keiner von euch sehen wollen bei sich? Ja, und das heißt, wir haben verschiedene Lebenslinien, verschiedene Effekte. So, und das Ziel ist, dass ihr nicht hierhin kommt, dass ihr einfach rausgeht und sagt, ja, geiler Tag. Ich gehe an die erste Tür, Vertrag geschrieben, Vertrag geschrieben, Vertrag geschrieben, ich gehe nach Hause, fertig. Weil dann würdet ihr einfach in einem sehr langweiligen, toten Bereich sein. Sondern um Sachen wertzuschätzen, braucht ihr das Auf und Ab. Wenn man weiß erst, was einen glücklich macht, wenn man auch mal unglücklich war. Das Ziel ist, durch das richtige Mindset und durch das richtige Skillset nicht mehr so eine Position zu haben, dass es so krass auf und ab geht, sondern eher eine Position zu haben, dass es hier oben halt startet, dann geht man ein bisschen runter, ein bisschen, also dass alles im oberen Bereich bleibt. Und selbst wenn man auch ein richtig ekliger Kunde ist, ja, der wirklich sehr große Probleme mit sich selbst hat, dass einen das nicht mehr so abfuckt, dass man in diesen minus 10 Bereich kommt, sondern dass das Rollercoaster sich hier in diesem oberen Bereich bei den Prozenten abspielt. Das erreicht man mit der richtigen Grundeinstellung, mit den richtigen Strategien, dass wenn mal was passiert, man schnell in die neutrale Bewertung reingeht, die Gefühle und die Gedanken davon abnimmt und indem man generell auch viele Sachen vorbeugt, indem man das richtige Skillset hat, weil wenn man die richtige Tonskala matcht, kommen wir auch noch zu, die richtige Körpersprache hat, kriegt man fast keine Ablehnung mehr. Ja, weil man dann auch als Verkäufer richtig weiß, wie man mit den Kunden umgehen muss. Umso mehr ihr den Kunden beratet, desto mehr Einwände gibt's. Warum kaufen Menschen an der Haustür bei euch? Warum machen die das nicht einfach im Internet? Warum beantworten die nicht die Post? Es gibt zwei Gründe, warum sie an der Tür kaufen. Erstens, weil sie keinen Bock haben, sich selber drum zu kümmern. Und es liegt unter anderem auch daran, dass sie Angst haben, sich drum zu kümmern. Dinge wie Wasser, Internet, Strom in der westlichen Welt sind selbstverständlich geworden. Ist für uns ganz normal, dass wir den Wasserhahn anmachen, da Wasser rauskommt. Ist ganz normal, dass wir WLAN zu Hause haben. Und Dinge, die gut funktionieren oder bereits funktionieren, hat man keinen Bock, sich großartig letztendlich mehr mit zu beschäftigen. So, das bedeutet, sie haben in den meisten Fällen einfach keinen Bock. Umso mehr du redest, desto mehr Fragen hat er. Und vielleicht kennt ihr den Spruch, Fachidiot schlägt Kunde tot. Der dann immer versucht, alles zu erklären. Und meistens, auch nochmal zum Mindset-Ding diesbezüglich, wird vom Verkäufer so viel geredet, weil er keinen klaren Plan hat, was er stattdessen reden soll und der Meinung ist, er müsse seine Kompetenz beweisen durch viele Fachsachen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du die ganze Zeit laberst über irgendwelche Fachsachen, hat er einfach nur mehr Fragen. Und was passiert im Kopf des Kunden, wenn du so viel redest? Es wird zum Big Deal. Big Deal. Alter, das ist ja viel komplizierter, als ich gedacht habe. Da werden ja irgendwelche Bohrer eingesetzt, dann passiert das und durch den Keller. Auf einmal ist es ein Big Deal. Was passiert beim Big Deal mit der Entscheidung? Erstmal abwarten. Wenn es ein Big Deal ist, trifft keiner die Entscheidung heute. Würdet ihr jetzt hier heute die Entscheidung treffen, wenn ihr unverheiratet seid,
wen ihr heiratet, obwohl ihr den gar nicht groß kennt? Der garantiert nicht. Das ist ein Big Deal. Genauso, wenn ihr heute euch entscheiden müsstet, in welchem Land ihr auf der Welt leben müsst, für den Rest eures Lebens. Das ist ein Big Deal. Würdet ihr das am liebsten jetzt entscheiden, in 5 Minuten, wenn ein Berater vor der Tür steht? Und der macht euch da mal 2, 3 Länder schmackhaft und dann musst du sagen, wohin? Machst du garantiert nicht. Wenn es aber nur um die Frage geht, welches Logo ist auf der Abrechnung, ist der Deal so small und die Entscheidung kann jetzt getroffen werden. Jetzt wieder das Beispiel Dating. Wenn ihr jetzt kurz davor seid, ja, ihr habt das eure Traumfrau in der Bar kennengelernt und jetzt sagt ihr da, darf ich dich küssen? Was wird die Reaktion sein? Nein, du Milchbubi, werd erstmal erwachsen, Junge. Aber wenn du einfach den Kuss wagst, dich einfach traust, selbst wenn sie abblockt danach, kannst du immer noch sagen, ey, sorry, ich dachte, wir wären schon so weit. Es ist immer besser, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Und dann klingelt ihr an der nächsten Tür, kommt er schon so, ja, hi, so niedergeschlagen. Und dann trefft ihr so einen Fleischkunden an und der guckt euch an, mit dem nicht. Und macht die Tür wieder zu. Also ihr habt euch das Problem wieder nur selbst kreiert. Aber das Problem ist gar nicht im Gebiet vorhanden. Ich war in Gebieten unterwegs, reine Kaltakquise. Da war vor einem Tag jemand von derselben Firma bei jedem einzelnen Kunden da. Ich klingel an der Tür, ich wusste das nicht. Ich klingel an der Tür, sie sagt, hä, sie schon wieder? Ich so, ich war gar nicht da. Sie, doch, sie waren doch gestern da. Dann mach ich so die Maske runter. Ah nee, sie sind ja jemand anders. Na, wir haben keinen Bock mehr. Kollege war gestern da. Ich so, okay. Kennt ihr Captain Hernandez Cortes? Hat damals mit seiner Mannschaft gegen die Azteken gekämpft, hat Krieg geführt, hat das Land erobert und als er am Land der Azteken angekommen ist, hat er seinen Männern befohlen, alle Schiffe zu verbrennen. Dann meinten die, wie alle Schiffe verbrennen? Er sagt, verbrennen die Schiffe. Wurden alle Schiffe verbrannt, mit denen sie an Land gekommen sind? Dann sagt er zu seinen Leuten, wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder gewinnen oder wir sterben. Was ist passiert? Come on. Was passiert uns Menschen, wenn wir uns die ganze Zeit irgendwelche Ausflüchte lassen? In den meisten Fällen die Komfortzone wählen. Der Mensch will immer den angenehmen Weg haben. Der angenehme Weg ist, einen Termin zu vereinbaren. Ich habe keine Zeit, kein Problem. Sie haben noch Zeit, sich zu überlegen. Wir machen einfach einen Termin aus, komme ich nächste. Meine Frau ist nicht da. Machen wir einen Termin aus, komme ich vorbei. Ich habe kein Interesse. Ja, kein Problem. Überlegen Sie sich nochmal. Weißt du, manche sagen das auch nur als Vorwand, weil die keinen Bock haben, sich jetzt drum zu kümmern. Nee, ich habe Leute an der Tür gehabt, die haben gesagt, ja, mein Mann ist gar nicht da. Und dann kommt er auf einmal von der Toilette. Dann sage ich, ihr Mann ist doch da. Ups, habe ich gar nicht gesehen, dass er schon da ist. Und dann sage ich, bei einer Einzimmerwohnung hast du das nicht mitbekommen, ne? Okay, gut, alles klar. Wir haben uns sehr gefreut, heute hier zu sein. Wir werden uns bestimmt noch mal demnächst öfters sehen. Deswegen danke für eure Aufmerksamkeit.